Einen wunderschönen guten Abend. Und es geht noch nicht ganz los, aber macht ja nichts. So, jetzt muss ich einmal gerade gucken. Ich habe hier. Ist mir ja eingefallen. Okay, ein Update, alles klar. Mir ist eingefallen, ich habe ja das digitale Artbook, dann brauche ich mir keine Farbschemata oder sonst irgendwas aus dem Netz zu suchen. Dann kann ich einfach mir normales Artwork vom Mistrider aufrufen, damit ich so ein bisschen eine Zuordnung habe. Ich mich nicht ganz falsch erinnere, dann ist da ja was drinne. Installiert. Wo reisen? Artbook. Das hat er noch gar nicht. Ja, egal. Das macht ja nichts. Na, gleich noch für mich ein bisschen Musik anmachen. Für euch habe ich ja schon die Musik, die auf YouTube permanent geclaimt wird, obwohl es eigentlich DRM-frei ist. Aber hey. Schließen. Danke. Okay, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich. Dann hoffentlich stürzt es nicht ab. Okay, schauen wir da mal. Ich habe da das physische Artbook auch. Das sind auch so süße Bilder von Aloy, auch in einer anderen Version. Ah, die ersten Mod 3D-Modelle von Aloy waren furchtbar. Also von dem, was ich gesehen hatte, deswegen, ja. Ich möchte haben The Machinchens, noch nicht The menschliche Charakter. Dankeschön. Oh, es ist das kurze. Ah, jetzt verstehe ich das. Das ist das kurze Digitale, was beim Spiel dabei gewesen ist. Ach so. Ja gut, okay. Das hilft mir jetzt natürlich nicht so viel weiter. Gut, dann machen wir das wieder zu. Wollen wir mal schauen, ob ich hier nicht ein schönes kleines Bild noch drin habe von, also das sind definitiv mehr Seiten als 52. Das ist sie zwar auf dem Strider, aber das ist The Machines. Maschinchens. Das ist ein Strider, ja. Vom Prinzip würde mir das sogar tatsächlich schon helfen, oder? Ich gucke mal kurz weiter. Natürlich alle Viecher drinnen, nur nicht der, den ich suche. Okay, das ist jetzt schon Ruin. Hilfst du mir weiter?
Leider hat das ja mit dem Screenshot. Ach, jetzt weiß ich, was ich probieren kann. Ich kann übrigens tatsächlich das Artbook empfehlen. Wenn ihr Interesse an Horizon habt, dann holt euch die Artbooks. Auch das nächste Artbook wird früher oder später, vermutlich mittlerweile später als früher, in meinen Besitz wandern. Da. Zack. So, und ich muss jetzt haben das. Ist ja noch keiner da, ne? Macht ja nichts. Dann kann ich einmal schnell mir hier einen Screenshot von meinem Handy grabbeln. Und dann rufe ich mit dem hier auf dem Rechner auf. Zack. Da ist er. Das ist doch vieles einfacher, als mir jetzt von irgendwelchen Leuten aus dem Netz dann die Sachen zu ziehen. Ist ja auch nicht mein Design dann und meine Färbung. Ich brauche das ja theoretisch gesehen auch eigentlich nur, weil meine Augen leider nicht unbedingt immer so detailfähig sind. Oh, wow. Okay. Das war ein großer Lag. Ich glaube, ich brauche für solche Späße früher oder später eine Lupe. Haben wir auch noch ein paar Minütchen Zeit. So ist es ja nicht. Aber die Auflösung ist ja super, aber immerhin nicht ganz furchtbar. So, rutschen wir mal ein bisschen heran an die ganze Geschichte. Und ich rufe mir mal meine Musik auf. Bist du? Das ist sehr laut. Laute Musik. Warum ist denn das schon wieder an? Das hatte ich doch rausgemacht. Nee, egal. Wird sowieso wieder geclaimt, also von daher macht das ja nichts. Okay. Dann warten wir noch mal so 2, 3 Minütchen, da fange ich auch an. Na komm, stell die Figur scharf. Versuchen wir heute mal noch ein paar Details mit rauszuarbeiten. Die Kabel am Kopf hat er ja nicht dran, ne? Also die dann die Mähne ausmachen. Vielleicht sollte ich mir mal von meiner Mutter so eine Lupenbrille leihen, die für Perlenarbeiten macht. Wäre auch eine Idee. Kann ich mal probieren. Sieht zwar lustig aus, aber naja, ich könnte auch meine Brille eigentlich aufsetzen. Ich habe mein Brillenputztuch zwar auch immer noch nicht gefunden, aber nicht, wo es hingekommen ist.
Und ja, das ist eine echte Brille. Und ja, ich benutze sie nur sehr selten, weil ich die Bügel nochmal nachbiegen lassen müsste. Bin ich auch noch nicht zugekommen, weil mir die ständig von den Ohren rutscht. Das ist ursprünglich eine Brille, die gerade ist, die ich mir damals geholt habe, als ich mitten im Steampunk drin gewesen bin. Und ich tatsächlich 99% aller Brillenmodelle überhaupt nicht leiden konnte. Und der Robert Holz, der hat diese Brillen hier im Sortiment. Und dann habe ich mir die bei ihm machen lassen. Das einzige Problem an der Sache ist halt, dass man, wenn man das nicht mehr mit den geraden Bügeln haben möchte, danach biegen lassen muss. Und das hier habe ich jetzt selber gemacht gehabt, aber es ist nicht weit genug gebogen. Und ich habe Angst, es weiter zu biegen, und hatte keine Lust, dass es mir auseinanderbricht. Naja. Es ist eine Ausgleichsbrille. Die Brille ist dafür da, weil ich auf einem Auge nein, nicht recht wenig, aber weniger sehe als auf dem hier. Und ich deswegen ständig Kopfschmerzen kriege. Jetzt nicht so wahnsinnig wild, nicht so wahnsinnig wichtig. Ich bin auf einem Auge fast blind oder sonst irgendwas. Einfach nur ein bisschen anstrengend, dann, wenn ich über den Tag verteilt sehr, sehr viel mit den Augen machen muss. Ja, über die Augen machen muss. Jo. Was passiert denn? Die Zeit habe ich, glaube ich, noch. Das kann man gerade mal machen. Es gibt eine schöne App, die nennt sich, glaube, wenn ich gerade gucken, Pigment war das, ne? War das Studio oder war das die andere? Geh weg, geh weg. Danke. Nein, das war die andere. Also Pigment ist eine super App. Color Mixer, Farbmixer. Genau, Vallejo haben wir. Hatte ich mir die. Das sind meine Farben. Mecha Color. Ja, Kupfer. Kupfer ist das, ne? Oilstains, ne? Kupfer Metallic. Nehmen wir mal. Mixen. Mit. Wraith Black ist ein sehr, sehr dunkles Blau. Nehmen wir mal das. Das ist interessant. So sieht das dann aus. Man kann da drin halt Farben vormischen, anstelle dann die Farben selber erstmal zusammenzupacken und dann zu vergeuden. Das wäre nämlich dann schade. Ich habe mittlerweile schon bisschen Gefühl für dafür, was ich machen möchte mit den Farben. Okay, es ist 19 Uhr, dann super. Packen wir mal ein bisschen hier Tastatur da weg. Meine Sketchbooks können verschwinden. Packen wir mal dahin. So. Mal gespannt, ob heute jemand. Ich weiß, Minis sind nicht so interessant für die meisten. Ich finde das immer so entspannt. Zack. Einmal eingeklemmt. So. Muss natürlich. Na komm. Zack. Ich glaube, muss die Beinchen von meinem Tripod ausziehen. Ist übrigens lustig, der Tripod war tatsächlich bei der Kamera mit dabei. So, du, das kann weg.
Ah, ich glaube, das ist okay, oder? Ich glaube, so können wir alle arbeiten. Das brauche ich noch nicht. Mit was fangen wir denn mal an? Glaube, ich möchte die dunkleren Regionen noch mal dunkler machen. Alles klar, die Kameras sind auch weiß. Ja gut, manche Sachen sind natürlich auch vereinfacht hier drauf. Ne? So, dann nehmen wir mal das Abyssal Black dafür. Ich habe jetzt übrigens auch nochmal nachgefragt gehabt bei The Army Painter, was so der Threshold Benchmark wäre für Produkttesten. Und interessanterweise, also klar, natürlich, also ab und zu mal so Sachen vorfragen, bevor man jetzt dann hofft, man kriegt irgendwelche Sachen geschenkt. Ne? Einfach mal fragen, ob das überhaupt so gewünscht ist. Und die haben gesagt, wenn ich 2000 Abonnenten habe und qualitativ hochwertige Sachen rausbringe, also Tutorials und in dieser Art, diese Dinge, dann könnte man darüber nachdenken, eventuell Sachen gesponsert zu bekommen. Ist ein bisschen viel Farbe auf dem Pinsel gerade. So. Okay. Jetzt muss ich nur darauf achten, dass ich nicht zu sehr aus dem Bild rutsche. Und ich denke, ihr werdet auch gleich was sehen. Wer von euch war eigentlich damals im Kino, als der erste Pokémon-Film ins Kino kam? Das würde mich mal interessieren. Ich erinnere mich da noch relativ gut dran, was das für ein Hype war. Das erinnere ich mich gerade dran, beziehungsweise frage gerade nur, weil für mich gerade ein Pokémon-Lied lief. Offensichtlich kann ich das natürlich nicht bei euch spielen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt immer so schlimm. Ich glaube, ich muss noch mal einen anderen Pinsel nehmen. Ich mag den hier irgendwie nicht so gerne. Der wälzt sich irgendwie so komisch vorne. Fühle ich gerade irgendwie nicht so richtig die hier. Naja, ich könnte den hier probieren, aber der kommt wieder weg. Zweifelsfall habe ich noch den anderen. Wenn der hier eine
gefinisht ist. Muss unbedingt mal was mit meiner Beleuchtung ausdenken. Irgendwann hole ich mir mal eine neue Lampe. Das wird zumindest schon mal so ein bisschen was helfen. Das, was ich jetzt an Kabeln hier übermalen sollte, kann ich ja mit einem kleinen Drybrush bestimmt wieder gut zurückholen. Dunkel ist dunkel, würde ich sagen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, was ich hier gerade mache. Sieht man ein bisschen mehr dann. Okay. Zu weit abhaue, dann muss man mir Bescheid sagen.
Ich gestern meinen chinesischen Anime reingeguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, super, super, super langweilig. Nicht nur, dass sie super schlecht sind in der Produktion. Sieht ein bisschen aus, als wären sie im permanenten Freeze-Frame. Nein, es ist auch einfach nur ein Propagandawerkzeug. Merkt man halt definitiv, dass da jemand gesessen hat, der nicht unbedingt die Story im Hinterkopf hatte, aber dafür, wie man so ein bisschen dem Staat unter die Arme greift, um Kinder davon zu überzeugen, dass das alles gut ist, was man da macht. Bin ehrlich gesagt manchmal so ein bisschen verwundert, wie erfolgreich denn doch sowas im Ausland wird, also beziehungsweise dann hier wird. Aber naja, war jetzt jedenfalls nicht sonderlich berauschend. Ich schon Besseres gesehen. So, und dann wird da ein bisschen später mit Weiß nachgearbeitet. Bin jedenfalls super gespannt, was als nächstes dann von Steamforged für Horizon rausgegeben wird. Ich gehe mal fest davon aus, dass es irgendetwas mit Forbidden West dann sein wird. Kann mir nicht vorstellen, dass es keine Forbidden West Erweiterungen geben wird. Für das Spiel. Beziehungsweise dann wird es wahrscheinlich eine Forbidden West-Version vom Spiel geben, wobei ich mir da ehrlich gesagt noch nicht mal so sicher wäre. Ich finde es insgesamt sinniger, dann eine Erweiterung zu machen, aber gut, das heißt ja nichts.
könnte mir jetzt nämlich nicht vorstellen, dass das Brettspielsystem insgesamt um so vieles geändert werden würde. Das können wir das genauso gut als Erweiterung machen. Insgesamt ärgere ich mich doch, dass ich nicht Schwarz als Grundierung genommen habe. Ich hatte das Gefühl, ich hätte vorher mal gucken sollen, was am sehnächsten ist. Na gut, jetzt muss ich mit leben. Aber es macht ja nichts, denn Übung macht den Meister. Okay. Interessant. Okay, weiter geht's. Ich habe jetzt auch angefangen, die Namen von Horizon Zero Dawn mal so ein bisschen aufzuschlüsseln. Ja, gespannt, wie gut das ankommt oder wie schlecht. Ich denke eigentlich ganz gut, weil manche Sachen tatsächlich super viel Sinn ergeben, sobald man die Namen besser versteht. Ich finde es lustig, dass das eigentlich im Endeffekt nichts anderes ist als ein Schöpfungsmythos bzw. eine komplette Heldenodyssee, eine Erzählung,
wie sie in der Antike beispielsweise gemacht worden wäre, die den Werdegang der Menschheit da jetzt erzählt, in eine moderne Art und Weise. Weil Aloy ist nichts anderes als beispielsweise das, was viele Halbgötter früher gewesen sind, in Erzählungen wie beispielsweise Herkules und Co. oder in unserer Zeit dann eben Yeshua oder Jesus. Dementsprechend finde ich das eigentlich ganz, ganz interessant. Auch die Dualität, die sie mitbringt mit Verbindung der alten Welt zur neuen Welt. Sie ist ja Aloy, also die metallische Verbindung von zwei unterschiedlichen Metallen zu einem neuen. Sie ist Verbindung der alten Welt und der neuen Welt. Ja, ich meine, sie ist ja die biologische Nachfahrin oder vielmehr der Klon von Elisabeth Sobeck. Und Sobek als die Urmutter ist sowohl die Schöpfungsgöttin als auch die Zerstörerin, da sie ja im Endeffekt die Roboter für Pharao entwickelt hat. Aloy ist ihre Tochter und hat jetzt die heilige Mission, in Anführungsstrichen, wie wir jetzt in Zero Dawn ja gelernt haben, das wieder zu stoppen, was sich jetzt angebahnt hat. Also. Es gibt schon relativ viele Sachen, über die man schön diskutieren kann. Einzige, was ich jetzt als Fehler mir gemacht habe hier dran, bei diesen Diskussionssachen bzw. bei den Namenssachen, ist, dass ich mir kein Skript vorgeschrieben habe. Das ist was eigentlich, was man am besten direkt als erstes macht, ein Skript schreiben. Diesen Teil habe ich übersprungen, da ich mich noch nicht an das 1-Minuten-Format gewöhnt habe und ich mich nicht wohl dabei fühle, ein Skript zu schreiben für ein 1-Minuten-Video. Naja. So. Eine Sache könnte ich gerade noch machen, ne? Ich hoffe mal, dass der Sturm heute Nacht nicht so schlimm wird. Ja, hier richtig Sturmwarnung. Lustigerweise wohnen wir unterm Dach. Das heißt, das wird bestimmt heute Nacht super laut. Ich will ja nicht schlafen.
pfeife jetzt einfach mal da drauf. Malen. Ich eh vorhabe, noch mal mit dem Dry Brush überall drüber zu gehen. Ich versuche jetzt auf jeden Fall erstmal gut rauszukriegen, wo hier was ist. Das ist gut so. Wer von euch ist eigentlich gehypt auf die Herr der Ringe-Serie? Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren da lassen, die Info. Ich für meinen Teil habe den Trailer gesehen und war jetzt nicht so wahnsinnig angetan. Auch wenn ich ein riesengroßer Herr der Ringe-Fan bin. Huch, warum ruckelst du? Ist ja weird. Ich habe nichts an, was das Ruckeln rechtfertigen würde gerade. Ein riesiger Herr der Ringe-Fan, aber wie gesagt, das sah so wischiwaschi aus, was so ein Trailer-Material rausgekommen ist. So, Tim Otto, ja, hast du eine gesehen, hast du alle gesehen. Und ich habe ja jetzt in meinem Leben schon einige Fantasy-Serien gesehen. Und das sah halt echt so ganz, ganz platt gesagt langweilig aus. Oh ja, wie ist denn das Lied? Wie ein riesengroßes Puzzle. Katzenölen. Weil sie noch nicht dran.
Naja. Wollen wir mal das ausprobieren, was ich ausprobieren wollte? Gut aus.
Es geht sehr viel besser aus, ja. Das, was ich ausprobieren wollte, ist halt dieses Blau und Kupfer, dunkle Blau und Kupfer. Ich denke, das sieht insgesamt besser aus als das Grau, was ich hier gerade drunter habe. Offensichtlich muss ich aber dann ja nochmal alles an Kabeln nachbearbeiten. Das macht ja nichts. Definitiv nicht die Figur mit dem einfachsten Zugang zur der bemalenden Fläche. Das macht ja auch nichts. So. Das gefällt mir schon viel besser. Das ist ein Kabel, das ist auch ein Kabel. Was denkt ihr eigentlich? Gibt's ab demnächst dann ein Name Reveal von Silence? Ich meine, das ist definitiv nicht sein richtiger Name. Also, gespannt, ob Forbidden West das auch nochmal adressiert. Wer vielleicht herauskriegen, wer unser Freund da ist. Da, da, da.
Wenn ihr mal Lust habt, ihr könnt ihr mal Clamafide de Profundis euch anhören. Das sind auch großartige Lieder, die die machen. Ja, überlegen gewesen, ob ich demnächst mal den Mini-Stream vielleicht auf YouTube verlagere. Aber da noch nicht so ganz sicher. Okay, das hier kann ich vernachlässigen. Gefällt mir insgesamt ein bisschen besser. Sehr viel Detailarbeiten hier dran. Kurz einen Schluck trinken. Ah, noch 10 Minuten sehe ich gerade. Ich kann nicht so viel erzählt heute, aber gut, wenn. Na, man sieht's halt. Wenn keiner da ist zum Reden, dann redet man nicht so viel. Dafür. Jetzt gleich ganz in Ruhe kochen. Und dann geht's morgen Mittag. Ja, doch. Müsste eigentlich klappen. Geht's morgen Mittag weiter mit unserem kleinen Abenteuer Anax Quest. Freue ich mich auch schon wieder drauf. Sieht's jetzt im Moment so aus, als würde ich montags. Als würde ich montags dann. Jetzt dann erstmal vorläufig immer Horizon spielen. Und. Yikes. So ein Geschrei, Katze. Freitags dann SteamWorld Quest. Dienstags und donnerstags Annas Quest und mittwochs halt mein Ministream. Wobei ich ja, wie gesagt, dann überlege, ob ich den Ministream auf YouTube verlagere. Weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Eine Sache will ich auf jeden Fall noch anmalen. Allein schon, wo ich gucken möchte,
erstmal ich gucken möchte, wie das aussieht. Das ist nicht grün genug. Sieht man zumindest schon mal ein bisschen was. Der Kanister ist ein bisschen anders als im Spiel, aber das macht ja nichts. Mach das jetzt nur mal, wo ich mal so eine Grundvorstellung haben möchte. Es muss jetzt nicht zwingend final cool aussehen, aber zumindest schon mal so ein bisschen Übersicht kriegen. Okay, dann muss ich bei den hier vorne mit einem dünnen Pinsel einfach nur einen Strich drüber ziehen, würde ich sagen. Ja. Mal so ganz grob. Ohne Effekte und sonst irgendwas, einfach nur das Grün schon mal reingeblockt. Kommt noch Orange dazu. Eine Sache bei auf jeden Fall noch.
Unsere kleine Krümel ist am Nölen. Na dann. Ich bring's gleich wieder zurück in die Kamera. Brauche nur gerade mal tatsächlich ein bisschen näher. Da schnatzt es mir einfach weg. Sind jetzt eigentlich durch. Naja, das macht nichts.
Und Aloys Haare sollen meine letzte Amtshandlung für heute Abend sein. Klar. Dann würde ich sagen, räume ich jetzt einmal weg. Okay. Ja, so langsam aber sicher erkennt man, was wohin gehört. Ja. So, meine Lieben, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne Kommentare da, vor allen Dingen auf YouTube, für die VOD-Zuschauer. Ihr findet mich auf Twitter. Da könnt ihr mir gerne Nachrichten dalassen. Unter Twitter/Donnerfaust. Und ja, ansonsten schaut auch gerne auf YouTube vorbei. Findet man auch youtube.com/VictorScrooge. Umgedreht genauso. Leute auf YouTube könnt gerne auf meinem Twitch vorbeischauen. Twitch/VictorScrooge. Und ja. Alsdann, bis denn. Ciao, bye, bye. Arrivederci. Tschö. Hey, Dua. Und ja, im Endeffekt bis morgen.